Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit dem Parteivorsitzenden Martin Schürdewan. Er wird sich zu folgenden Themen äußern, zum einen zu den bundesweiten Protesten gegen rechts, zum Vorschlag der Ampel zum Kinderfreibetrag und auch das Thema Verarmung bei Rentnerinnen und Rentnern ansprechen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie den Weg zu unserer Pressekonferenz gefunden haben. Ich würde gern zunächst auf die Massenmobilisierung gegen rechts eingehen, die wir in den letzten Tagen in Deutschland erlebt haben. Ich finde das wirklich einen sehr beeindruckenden, sehr bunten, sehr vielfältigen Protest, der auch spontan entstanden ist. Und diese historisch großen Demonstrationen zeigen doch eindeutig, dass es in der deutschen Gesellschaft eine Mehrheit gibt, die sich gegen den anhaltenden Rechtsruck stellt. Hunderttausende sind auf der Straße, stellen sich der Hetze der AfD in den Weg. Und ich glaube auch, dass das sehr angemessen ist, weil es nämlich ums Ganze geht in diesem Jahr 2024. Wir verteidigen die Demokratie in Europa gegen den neuen Faschismus, auch in Deutschland, gegen den neuen Faschismus. Die AfD zeigt ihre hässliche Fratze und es ist gut, dass die Leute endlich in Massen auf die Straße gehen. Klar ist aber auch, wir erleben jetzt einen Aufstand der Anständigen. Was derzeit noch fehlt, ist ein Aufstand der Zuständigen. Die Frage für mich ist, wann reagiert endlich die Ampelregierung? Sie reagiert ja relativ zügig, wenn es um ein paar Traktoren geht, berechtigterweise an dieser Stelle. Aber wird sie auch die Stimmen der Hunderttausenden, der Millionen hören, die in Deutschland sich diesem Rechtsruck entgegenstellen? Selfies und nette Reden reichen an dieser Stelle nämlich nicht. Die Regierung muss sich auch den Ursachen des Rechtsrucks widmen. Das heißt, wir brauchen eine gesellschaftliche Wende, eine politische Wende in diesem Land gegen den Rechtsruck. Der soziale Zusammenhalt zerbröselt weiter, auch wegen der Politik der Ampel. Auch Menschenrechte und Menschenwürde werden rechten Kampagnen geopfert, auch wegen der Politik der Ampel. Ich möchte da nur das Gesetz zur sogenannten Verbesserung der Rückführung, also das Abschiebegesetz, in Erinnerung rufen. Das heißt, die Ampel übernimmt teilweise aktiv auch Positionen der Rechten und gibt ihnen nach. Ich glaube, dass sie deshalb auch ein Teil zumindest Mitschuld an dem Aufstieg der AfD in diesem Land trägt. Und die Ampel muss jetzt liefern und muss da gegensteuern. Es geht eben nicht, dass Bürgergeldempfängerinnen immer weiter gegängelt werden und dort bei den Sanktionen und die Sanktionen verschärft werden, dort gekürzt wird, zugleich aber nötige Investitionen in die Infrastruktur, in Bildung, wegen der Schuldenbremse nicht getätigt werden. Kinder werden an den europäischen Außengrenzen jetzt in Lager gesperrt, Abschiebungen forciert. Und das wird begründet damit, dass die unterfinanzierten Kommunen damit entlastet werden sollen. Das ist natürlich hanebüchen und das wissen auch die Menschen, die in den Kommunen Verantwortung tragen. Wir brauchen also ein Ende der Anbiederung an die AfD. Das Treten nach unten muss endlich ein Ende finden und dafür braucht es Umverteilung in diesem Land, eine Politikwende hin für soziale Gerechtigkeit, eine Investitionswende für die Zukunft und soziale Gerechtigkeit. Die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden, schlussendlich abgeschafft werden. Und wir brauchen eine Milliardärssteuer, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Und vor allem muss natürlich auch, ich meine, die Ampel da liefern, wo sie es in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, beim Klimageld zum Beispiel an der Stelle. Und natürlich muss die Position von Erwerbslosen und Geflüchteten auch in diesem Land verbessert werden. Was mich zum aktuellen Streit in der Ampel führt, und zwar beim Kinderfreibetrag. Also die Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die Straße gegen den Rechtsruck, aber auch gegen die falsche Politik der Ampel, die diesen Rechtsruck mit befördern. Was macht die Ampel? Sie streitet sich erstmal wieder öffentlich, und zwar anstelle eine Kindergrundsicherung einzuführen, die tatsächlich vor Armut schützt, wird jetzt also darüber diskutiert seitens vor allem der FDP, ob man nicht Steuergeschenke für Besserverdienende vornehmen sollte. Das ist eine völlig falsche Politik. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel für die Rente, wo diskutiert wird, ob nicht Rentenkürzungen vorgenommen werden sollten, indem zum Beispiel das Rentenalter auf 70 erhöht wird. Wir brauchen keine Rentenkürzung, wir brauchen natürlich Rentenerhöhungen. Logischerweise, die Zahlen waren ja alarmierend, die an diesem Wochenende auch nochmal bekannt geworden sind, dass über 40% der deutschen Rentnerinnen und Rentner mit einem Netto, mit einer Nettorente von weniger als 1250 Euro nach Hause gehen müssen. Das bedeutet natürlich, dass die Altersarmut in diesem Land immer weiter ansteigt. Und jetzt kommen die Ampel mit so Pseudo-Vorschlägen um die Ecke, wie das Rentenalter auf 70 Jahre zu erhöhen. Auch da wieder vor allem
getrieben von der AfD, von der FDP. Das war jetzt ein interessanter freudscher Versprecher für Sie alle. Bitte legen Sie da nicht allzu großen Wert auf. Getrieben von der FDP. Und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der anderen Ampelparteien, wie man sich dem dann tatsächlich auch entgegenstellt, weil es natürlich nicht darum geht, hier immer weiter die Bedingungen für die Menschen, die in Armut in diesem Land leben, zu verschärfen, sondern ganz im Gegenteil eben diese Bedingungen auch wirklich zu verbessern. Was den klaren Kurs gegen rechts betrifft, auch da finde ich, muss die Ampel jetzt zeigen, dass sie das Signal der Straße, der Massenmobilisierung verstanden hat. Ich bin der Ansicht, dass die Ampel in Erwägung ziehen sollte, dass wenn morgen das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass verfassungsfeindliche Parteien von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden, am Beispiel der NPD, und morgen wird ja das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil fällen, die Ampel sofort prüfen muss, ob das nicht auch für die AfD gilt, dass die AfD dann eben nicht mehr mit öffentlichen Geldern gefördert werden darf und nicht mehr in den Genuss der staatlichen Parteienfinanzierung gerät. Und zweitens freue ich mich, dass zumindest die Grünen ja an diesem Wochenende sich unserer Forderung angeschlossen haben, die junge Alternative oder ähnliche Strukturen wie die junge Alternative, die ja bekanntlich ein Sammelbecken auch gewaltbereiter Faschisten ist, nach dem Vereinsgesetz aufzulösen. Das begrüßen wir, das ist der richtige Weg. Und es muss natürlich auch eindeutig sein, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD in diesem Land gibt, egal auf welcher Ebene, das heißt keine Kooperation auf Bundes-, Landes- oder auch kommunaler Ebene. Das muss, glaube ich, eindeutig sozusagen auch kommuniziert werden. Wir jedenfalls als Linke werden uns weiterhin an der Mobilisierung beteiligen. Wir freuen uns jetzt schon auf den 3. Februar, wo es ja eine große Mobilisierung, ein großes Bündnis geben wird hier in Berlin. Wir rechnen mit weiteren Protesten gegen den Rechtsruck in diesem Land und gucken da auch insbesondere natürlich auf die so entscheidenden Wahlen in diesem Jahr. Das sind Schicksalswahlen, sowohl die Kommunalwahlen, die am 9. Juni stattfinden werden, in 8 Bundesländern kurz vorher, dann auch noch in einem 9. in Thüringen. Gleichzeitig aber auch die Europawahlen, die am 9. Juni stattfinden werden, und dann die 3 ostdeutschen Landtagswahlen. Das sind Schicksalswahlen, wo wir breit mobilisieren werden und denken, dass tatsächlich auch dieses Signal der Massenmobilisierung gegen rechts sich dann an der Wahlurne auswirken wird. Und ich freue mich, in diesem Zusammenhang darauf hinweisen zu können, dass allein über das letzte Wochenende verteilt 100 Menschen neu in die Linke eingetreten sind. Wir laden also dazu ein, sich an diesen Protesten zu beteiligen gegen rechts, aber gleichzeitig auch mit uns für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit zu streiten. Soweit von mir erstmal. Ich freue mich auf die Nachfragen. Herr Bocho. Zunächst mal zum Thema Massendemonstration. Halten Sie es für denkbar, dass es tatsächlich eine Massenbewegung wird, die bis zumindest zur Europawahl durchdringt? Oder halten Sie es eher für wahrscheinlich, dass das eine Geschichte wird, die wir schon öfter erlebt haben? Es gibt eine starke Mobilisierung, TTIP zum Beispiel damals, und dann irgendwann ist damit Schluss. Und vielleicht noch eine Frage zur AfD, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Begrüßen Sie die Überlegungen von Verboten für Teile der AfD? Sind Sie grundsätzlich für ein Verbot der AfD, wenn das möglich ist? Und wenn ja, was brächte das aus Ihrer Sicht? Ich meine, die Menschen, die in der AfD sind und die wählen, verschwinden ja nicht. Die sind ja da und gründen dann neue Strukturen zum Beispiel. Ja, vielen Dank erstmal für die beiden Fragen. Zu der ersten, weil Sie TTIP angesprochen haben. Ich meine, das war ja eine erfolgreiche Massenmobilisierung. Ich wünsche mir natürlich, dass diese Massenmobilisierung auch erfolgreich ist in dem Sinne, dass man tatsächlich dem Rechtsruck, dass diese Gesellschaft dem Rechtsruck sich entgegenstellt und letztendlich ihn auch stoppen wird. Aber das braucht natürlich weitere demokratische Beteiligung, das braucht weitere demokratische Aktionen, wie zum Beispiel auch bei Wahlen ganz eindeutig eben dann an die Urne zu gehen und dort demokratische Parteien, die gleichzeitig aber auch die Ursachen im Auge behalten, die diesen Rechtsruck ermöglichen, zu wählen. Ich denke, das wird passieren. Die Massenmobilisierung, ob die in dieser Form so anhält, das kann ich im Moment nicht sagen. Aber klar ist, dass dieser Protest ja einen politischen Kern hat, der sich auch in der zentralen politischen Auseinandersetzung dieses Jahres widerspiegeln wird bei den Wahlen. Wie gesagt, das sind Schicksalswahlen, denen wir da entgegenblicken, wo es auch darum geht, die Demokratie zu verteidigen gegen den neuen Faschismus. Und ich bin mir sicher, dass die Leute, die jetzt an diesem Wochenende, am letzten Wochenende, in den kommenden Wochen auf die Straße gehen werden, entsprechend sich auch demokratisch weiter in anderen Formen beteiligen werden. Und von daher denke ich, dass letztendlich auch diese Massenmobilisierung, und das hoffe ich, erfolgreich sein wird, so wie die damals gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Zweite Frage,
weil meine Forderungen gerade in der Auseinandersetzung, in der konkreten Auseinandersetzung mit der AfD deutlich gemacht. Ich glaube, dass wir dort vor allem erstmal solche Strukturen wie die Junge Alternative ins Auge blicken müssen. Ich freue mich, dass die Grünen sich unserer Position angeschlossen haben, dass die Junge Alternative nach dem Vereinsgesetz aufgelöst werden sollte, weil das eben ein wirkliches Sammelbecken für aktive, radikale Faschistinnen und Faschisten und gewaltbereite Faschistinnen und Faschisten ist. Und wir sollten zuallererst das morgige Bundesverfassungsgerichtsurteil abwarten, was die staatliche Parteienfinanzierung betrifft. Das ist die Forderung, glaube ich, die im Moment zielführender ist tatsächlich als die Verbotsdebatte. Weshalb die Verbotsdebatte? Man muss sehr gründlich prüfen, ob die AfD verboten werden kann oder nicht. Und ich glaube auch, dass solche Prüfprozesse in Gang gesetzt werden müssen. Klar ist aber, dass der schnelle Weg tatsächlich an dieser Stelle auch der AfD zumindest erheblich weh zu tun. Und Sie haben ja auch recht, natürlich geht es darum, den Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen zu gewinnen. Es geht nicht darum, den Kampf gegen Strukturen zu gewinnen, aber dass man natürlich der AfD die staatliche Parteienfinanzierung entziehen kann oder sollte, wenn morgen das Bundesverfassungsgericht entsprechend bei der AfD wegen derer verfassungsfeindlicher Tätigkeit entsprechend auch urteilen sollte, dann muss das von der Ampelregierung entsprechend geprüft werden, ob das auch auf die AfD zutrifft. Und dann, glaube ich, gilt es nochmal deutlich zu machen, dass wir natürlich eine klare Brandmauer ziehen müssen, dass da aber gerade auch die Parteien wie zum Beispiel die Union, die im Moment da ja auch auf Landesebene mit der AfD, Beispiel Thüringen, bereit ist zusammenzuarbeiten, dass die da wirklich auch den Weg ins demokratische Spektrum wieder in aller Eindeutigkeit finden und dann auch die Brandmauer mit aller Klarheit ziehen. Vielen Dank. Frau Jeckels. Ja, ich finde, vielen Dank für die Frage, das ist eine ganz zentrale Frage im Grunde genommen, wie auch diese Mobilisierung, die ja teilweise ad hoc vonstatten geht, verstetigt werden kann. Wir sind Bestandteil der Bündnisse, die diese Demonstrationen auch mitorganisieren und ich freue mich auch insbesondere, dass ja auch in ostdeutschen Städten, in mittelgroßen Städten es zu vergleichsweise sehr großen Demonstrationen gekommen ist, dass da ein klares Signal auch gegen die AfD gesendet wird und auch dort werden wir mit den Menschen, die sich in diesen Bündnissen beteiligen, zusammenarbeiten und gemeinsam natürlich darüber nachdenken, wie man den Anstieg, den Aufstieg der AfD bremsen kann, wie man ihn tatsächlich aufhalten kann, wie man dem Rechtsruck sich entgegenstellt und letztendlich die Demokratie vor Ort auch weiter stärkt. Ich möchte nur das Beispiel, weil ich meine Kritik an der Ampel an der Stelle auch nochmal erneuern möchte, auf das Demokratiefördergesetz lenken. Auch da steht die Ampel im Wort. Auch da muss man leider darauf warten, dass dieses Demokratiefördergesetz jetzt endlich verabschiedet wird. Diese Strukturen, die sich jetzt etablieren, brauchen die Unterstützung auch der Bundesregierung, auch der Politik. Und ich denke, dass die Ampel jetzt sehr gut daran beraten wäre, endlich das Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen. Es gibt eine Nachfrage. Was wäre denn die konkrete Strategie? Also wir sprechen über die Ampel, kritisieren die, klar, aber was ist die Strategie der Linken, um da präsenter zu sein, um eine größere Rolle zu spielen? Weil das tut sie bisher noch nicht so ganz, obwohl sie eigentlich linke Kernaufgaben ist. Doch, wir sind an all diesen Aktionen, Demonstrationen auch sichtbar beteiligt. Wir, wie gesagt, sind aktiv in den Bündnissen, die diese Demonstrationen mit vorbereiten. Das werden wir auch bleiben. Unsere Strategie ist natürlich ganz klar, dass wir einerseits breite Bündnisstrukturen schaffen wollen, um eben wirklich dem Rechtsruck etwas entgegenzustellen und andererseits aber auch auf die Ursachen hinweisen. Und das unterscheidet uns tatsächlich auch von vielen anderen, mit denen wir gemeinsam gehen, den Rechtsruck auf die Straße gehen. Und ich begrüße das sehr, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen, aber das unterscheidet uns in der Kritik zum Beispiel an der verfehlten Sozialpolitik dieser Ampel, aber auch an der, wie ich finde, in Teilen rassistisch aufgeladenen Politik, die andere politische Parteien in diesem Land umsetzen, einerseits, andererseits auch kommunizieren. Und da werden wir natürlich deutlich weiterhin den politischen Unterschied auch klar machen. Es gibt eine Frage aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Herrn Jahn, und zwar die Bewertung zu dem Vorschlag von Pistorius, jetzt auch Soldaten ohne einen deutschen Pass für die Bundeswehr zu gewinnen. Ja, also ich meine, im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man von der gesellschaftlichen Misere und dem Rechtsruck versucht abzuweichen, indem man immer schrillere Forderungen im Bereich Militär und Aufrüstung
sozusagen formuliert, ist ja nicht nur Pistorius, sind ja auch andere Vertreterinnen der Regierung, die das äußern. Es erinnert mich ein bisschen so an Griechenland. Erst werden dort die Strukturen zerschlagen, die Leute werden arbeitslos, die Wirtschaft kollabiert und dann sollen sie gefälligst in der deutschen Armee dienen, auch wenn sie keinen deutschen Pass haben und dann entsprechend deutsche Interessen weltweit verteidigen. Ehrlich gesagt halte ich das für eine ziemliche Schnapsidee, die da formuliert wird. Und Sie kennen ja meine generelle Kritik an dem Prinzip der Aufrüstung, auch so wie die Bundesregierung das umsetzt. Das trifft auch auf diesen Vorschlag zu. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Frau Jäckels nochmal. Befürwortet die Linke denn die Grundrechtsentnahme von Björn Höcke, die jetzt wie immer gefordert wird? Ja, ich bin der Ansicht, dass man da extrem vorsichtig sein sollte, wenn es um Grundrechte geht. Tatsächlich weiß, dass das zumindest theoretisch rechtlich möglich wäre. Ich bin aber der Ansicht, dass wir diesen Kampf vor allem politisch führen müssen. Und dass Björn Höcke ein Symptom ist einer erstarkenden faschistischen Bewegung, einer erstarkenden faschistischen Partei in diesem Land, wo wir ganz genau hingucken müssen, inwieweit zum Beispiel also jetzt tatsächlich Verbotsverfahren eine Rolle spielen werden in Zukunft oder nicht, was genau geprüft werden muss. Ich bin dagegen, dass man jetzt extra eine Causa Höcke sozusagen aufruft. Wir werden in Thüringen ja einen Landtagswahlkampf im Herbst führen, wo wir mit Bodo Ramelow, den amtierenden Ministerpräsidenten, stellen und wir werden natürlich in der Auseinandersetzung zwischen dem Faschisten Höcke und dem demokratischen Sozialisten Bodo Ramelow eindeutige politische Antworten geben, die auch deutlich machen, dass es Alternativen zu diesem Rechtsruck gibt. Und ehrlich gesagt, ich persönlich freue mich sehr auf diesen Wahlkampf, weil ich mir sicher bin, dass am Ende dieses Wahlkampfes Bodo Ramelow auch wieder Ministerpräsident sein wird im Freistaat Thüringen. Gut, gibt es weitere Fragen? Herr Bochow nochmal. Ehrlich gesagt, haben die einen Gründungsparteitag am Wochenende, das ist okay, so ist das in der Demokratie, Parteien gründen sich, Maaßen will ja jetzt auch eine gründen, hat ja irgendwie auch das Ziel ausgegeben, die AfD zu schwächen, das müssen diejenigen, die diesen Weg gehen, unter Beweis stellen, die Umfragen sagen mal das eine, mal das andere, die sind glaube ich nicht belastbar derzeit. Mein Ziel ist natürlich, dass die Linke gestärkt wird. Wir gehen in die vor uns liegenden Wahlauseinandersetzungen mit breiter Brust und mit Zuversicht. Ich glaube, wir haben auch allen Grund dazu, weil im Moment tatsächlich auch gesellschaftliche Entwicklungen sich vollziehen, die natürlich auch für uns von identitätsstiftender Relevanz sind, wie zum Beispiel die Massenmobilisierung gegen rechts, aber auch die Kritik an der verfehlten Sozialpolitik der Ampel. Da können andere dann irgendwie versuchen, ihr Ding zu machen. Mir ist das ehrlich gesagt relativ egal. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche allen noch eine angenehme Woche. Danke. Danke auch.